Nein. Nein. Meine positive Grundeinstellung habe ich mir erarbeitet und ich erarbeite sie mir auch immer wieder. Das hilft mir natürlich, wenn ich mich auch daran erinnere, warum es mir gut geht und wofür ich dankbar sein kann. Und auch ich habe schon Phasen gehabt, wo eben nicht alles so toll läuft und wo es mir auch gar nicht gut geht. Und dadurch versuche ich mich auch immer wieder daran zurückzuerinnern, um dankbar zu sein. Gleichzeitig gibt es aber auch Rituale, die mir helfen, gut drauf zu sein. Wenn es mir einfach mal nicht gut geht, hilft es mir, mit den Pferden zu kuscheln. So banal das klingt, so viel bringt es mir auch. Ich gehe dann einfach in den Stall und verbringe Zeit mit denen und das ist wie Seelenbalsam. Also da geht es mir einfach gut danach. Und ich erinnere mich einfach auch daran, wie gut es uns hier geht und tritt mir quasi selber ein bisschen in den Hintern und bin einfach dankbar und das kann man schulen. Also man kann sich positiv denken. Und ich habe gemerkt, dass wenn man positiv ist, dass einem auch viel mehr Positives widerfährt im Leben. Und das ist es einfach, was mich dann auch wieder anspornt.